Europa 2025, wie ich es mir wünschen würde, wäre frei von Gentechnik, frei von Kohleabbau, frei von Atomkraftwerken und mit einer Energieversorgung, die aus regenerativen Energieträgern besteht. Und weil ich diese Region, wie sie aussieht, wenn sie abgebaggert ist, oder ähnliche Regionen schon sehr lange kenne und darüber schwer erschüttert bin, ist es mir ein Bedürfnis, seit vielen Jahren hierher zu kommen. Im Übrigen ist es mir auch ein persönliches Bedürfnis, weil ich die sorbische Bevölkerung hier sehr schätze.